2599. Unglaublich leicht, ein 125er Roller von Motron. Und du bietest diese Roller an mit gutem Gewissen, weil du kriegst Ersatzteile für die nächsten 10 Jahre ohne Probleme. Aber du sagst auch, die Technik, die kann man sehr gut reparieren. Ja, also die Motoren sind immer nach wie vor, wie ich seit Jahrzehnten, lizenzbar von Honda. Man kriegt auch hier Teile rein, haben wir auch schon mal gemacht, Kupplung und so weiter, wenn man ein bisschen mal optimiert hat. Wir haben hier auf beiden Seiten Hydraulikbremsen und ein CBS-System, was auch ein Patent von Honda ist. Jo, CBS heißt, ich bremse vorne, hinten wird mitgebremst. Richtig. Das ist ein System. Bitte mal das Staufach zeigen, dass wir da mal sehen. Sie ist sehr leicht, hast du gesagt. Was wiegt sie denn? Er liegt unter 125 Kilo. So, unter 125 Kilo. Da ist der Tank, sehr witzig. Richtig. Da wird sie getankt. Was geht rein? Hier gehen knappe 12 Liter rein. So, hier steht 2,6 Liter, brauchst du auf 100 Kilometer. Richtig. Ich glaube am Anfang ein bisschen mehr, so die ersten 1000 Kilometer, oder? Ja, das sind die ersten Bayern. Ich habe schon Kunden gehabt, die sind mit 2-2 gefahren. Natürlich werden die durch den Campingbereich sehr oft mit 2 Personen und da ist der Vorteil. 16 Zoll Räder, man hat sehr viel Platz. Große Räder, ja, stimmt. Man hat hier ordentliche Fußrasten. Warte, da sind die Fußrasten. Die Frau in der Regel immer mitfährt und Camping wird irgendwo dann das Auto abgestellt und fahren dann in die Stadt rein, für Einkaufen zu gehen und sich bewegen. Und das ist eigentlich ein Roller, der mal hinten sitzt, sehr, sehr bequem ist durch die Fußrasten auch. So, sehr schön. Das Ganze zu einem attraktiven Preis im Fachhandel, muss man dazu auch sagen. Wie lange brauchst du zum Aufbauen für so ein Ding? Normalerweise mit alles drum und dran sind wir knapp bei 8 Tagen sind wir fertig und abholbereit. Aufbauen selber, wenn die jetzt angeliefert kommen, die kommen ja in so einem Stahlrahmen? Ja, oder? Stahlrahmen. Also wir haben alleine hier schon fast 3 Stunden, bis das Ding mal hier bei uns im Laden steht. Das wird immer komplizierter, weil es wird mehr abgebaut, damit dann die Kosten gesenkt werden. Aber wir haben da mehr so Kosten, das wieder zusammenzubauen. Das verkennt man sehr oft. So, also ein richtiger 125er, denkt dran, gibt eine neue Führerscheinklasse B196. Hier müsst ihr keine Prüfung mehr ablegen mit dem Autoführerschein. Ihr braucht nur ein gewisses Alter. Ich glaube 25 und dann ein paar Fahrstunden, ein paar Theoriestunden, da darf man fahren. Ja, also 25 Jahre muss ich alt sein, muss 5 Jahre den Führerschein besitzen und dann macht man 4 Doppelstunden Theorie, 4 Doppelstunden Fahrpraxis. Ja, in vielen ausländischen Ländern ist das sogar ohne diese B196 richtig, möglich. Genau. In Spanien, Frankreich kann man mit 3-jährigem Fahrzeugbesitz, also ein Auto oder Führerschein, ohne dass man gefahren ist, die Dinger fahren. So, mach's mal an, gucken, ob es angeht. Das große Rätsel startet sie sofort. Hier vorne hast du einen großen. Also wenn das jetzt so flimmert, es flimmert im Original nicht, aber wir haben gerade 35 Grad und volle Sonne und ich belichte gerade mit einer 1250stel. Also wer sich auskennt, das ist der Grund, warum es gerade flackert. Aber in echt siehst du gar nichts. Nein, also ganz normal, sieht man schön hier. Kann man vor Ort auch dann begutachten. Guck hier mal. Haben wir dann im Warnblinkerlage, Blinker links und rechts, Lichthupe und was Schönes, ein USB-Ladeanschluss, wenn man Navi mitführt oder sein Handy laden möchte. Wir haben noch sehr schöne Handyhalter für Spiegel, für alles Mögliche da vorrätig. Also die machen sich langsam immer mehr Gedanken diesbezüglich. So, die Blinker, ich guck mal gerade. LED-Blinker. LED-Tagfahrlicht mit drin. Ja, dann LED. LED. Fahrlicht und Fernlicht. Und Fernlicht. Also richtig auch. Also der Stand, der nächste Stand, das da. Die sind jetzt knapp vor 10 Tagen bei uns eingetroffen. So, vor 10 Tagen eingetroffen. Hier steht sie. Motron 125er. Interessanter Preis. Wie war er? Der liegt bei Mitte 2500 plus minus, weil wir die Kosten noch kalkulieren müssen. Transport, Aufbaukosten und so weiter. Aber liegt da in diesem Dreh. Also rund 2,5. Gewährleistung 2 Jahre? 2 Jahre Gewährleistung unsererseits. Und bei irgendwelchen Problemen werden die Fahrzeuge bei uns auch abgeholt und dann halt instand gesetzt, so schnell wie es geht. Hast du aber ganz selten, muss man sagen. Wenn ich irgendwo die jetzt weiter weg bin und der Reifen ist mal abgefahren, kriege ich das bei jedem Reifenhändler? Ja klar, das ist ganz normale Größe, wie die Motorräder auch haben. Oder und der wechselt mir das auch? Ja genau, das ist also nichts Besonderes. 16 Zoll gibt es ja über. In Italien und Spanien fahren die fast nur noch mit 16 Zoll rum, weil die verwendet werden wie ein Fahrzeug, wie ein Auto und die Straßen halt schlechter sind. Deswegen auch ein Campingroller, weil Spanien, Frankreich, Portugal sind die Straßen nicht wie bei uns. Und bei 16 Zoll mit 2 Personen ist das eigentlich viel, viel sicheres Fahren. So, einmal kurz Gas geben, bitte. Okay. Giovanni Ferraro. Wir sind bei Zweirad Ferraro in Buß. 20 Jahre feierst du dieses Jahr. Wir drehen Ende Juni 2022. Der Versand bundesweit
Und zwar kommt das Fahrzeug gegen einen kleinen Aufpreis, ungefähr, was kostet das versenden? Knappe 138 bis 190 Euro ohne Verpackung, ohne Verpackungsmarke, ohne Palette. Und der Fahrer, der das Ding bringt, erklärt einer vor Ort alles Geld. Ich kann es aber abholen, wenn ich will. Wäre mir am liebsten, dann kann man besser vor Ort klären und machen. Ist mir auch am liebsten, auf jeden Fall. Ja, Giovanni, vielen Dank. Motron, Name von der? Ja, gute Frage. Das ist die ganz neue. Warte, ich guck mal gerade. Ja, andere Seite. Motron 125er Roller, nehmen wir sie mal. Und du lieferst mir einfach die Bezeichnung nach. Das ist jetzt ganz neu. Jetzt, wir haben Prospektschiss drin. Also ist ja gut. Kriegen das hin. Ja. Tschüss, Giovanni. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn du